So, wir dürfen jetzt also tatsächlich die Waffen ausprobieren. Minen aus der Kiste nehmen, Moses nehmen. 0 von 20 Minen platzieren und Zombies dorthin locken, okay. Sayonara. So, dann gehen wir jetzt einfach mal den kurzen, knappen Weg hier drüber. Zack. Minen, Moment, muss ich gerade mal gucken. Wow, hey. Und zwar lege ich mir jetzt mal, das sind wahrscheinlich die hier, ne? Selbst hergestellte Minen. Lege ich die mir mal auf die erste Schnelltaste. Oh, komm. Echt schrecklich hier. Dass die Zombies noch nie kapieren, dass sie hier eh nicht durchkommen. So, weg mit euch. Aber da oben haben wir noch die Scharfschützen, die sich ein bisschen darum kümmern. So. Da haben wir auch schon die nächsten Zombies. Ich lege jetzt mal eine Mine. Na komm. Ja, nice. So. Dieser rote Kreis ist auch nur das ungefähre Gebiet. Was schlicht und ergreifend bedeutet, wir können die Zombies von sonst wo reinlocken. Ist eigentlich vollkommen egal. Wie man sieht natürlich. So. Da drüben sind natürlich noch mehr. Wo wir gerade schon mal hier sind, können wir eigentlich auch mal was verkaufen. Gesandter von Venedig, zack. Schade, dass wir noch nicht so viele Punkte haben, um uns bessere Waffen zu kaufen, aber das kommt ja alles noch. So, die Armschiene können wir mal verkaufen. Den Gürtel können wir mal verkaufen. Das können wir auch beides mal verkaufen. Hier, zack, zack, zack. Würfel kann man verkaufen. Ambrosia Chaos können wir eh verkaufen, weil auf Chaos gehen wir ja nicht. So, und ich denke mal, dann können wir jetzt gleich hier weitermachen. Wo sind denn die nächsten Zombies? Da vorne. Funktioniert echt super, diese Minen. Wirklich nicht schlecht. So, dann gehen wir mal ein bisschen weiter raus. Da vorne ist nämlich auch wieder welche. Ich logge jetzt mal einfach beide an. Dann kommt her. Boom. Die Minen machen uns also keinen Schaden. Boom. So. 14 von 20 haben wir schon. Boom. Bleiben noch drei. Und die holen wir uns direkt da oben. Na komm. Ich will jetzt auch nicht zu weit weglaufen eigentlich. Yes. Moses mit Propan gefüllte Flaschen nehmen. So, okay. Wir haben hier schon wieder 4 Punkte, die wir skillen können. Alter. Mache ich jetzt auch einfach mal, während ich hier vorwärts laufe. Das machen wir noch nicht. Was haben wir hier noch? Hier müssen wir auch noch ein bisschen was reinskillen. Und wo noch? Da müssen wir noch ein bisschen was reinskillen. Ich glaube, wir sparen jetzt erstmal auf die Fähigkeit. Ah, doch, die Fähigkeit brauche ich auch. 7 kostet die. 2 mal 7. Wir sparen jetzt mal, bis wir 7 Punkte zusammen haben. Das sollte ja relativ schnell gehen. So, zack. Und jetzt 0,20 mit den Flaschen Zombies verbrennen. Bis zum nächsten C. Mal. So, mal wieder aus dem Zielmodus raus. Und dann nehmen wir hier jetzt mal diese mit Propan gefüllten Flaschen. Die wahrscheinlich genauso funktionieren wie Molotow-Cocktails. Aber die sollten wahrscheinlich sogar noch ein bisschen stärker sein. Boah, Mann, das sieht ich. So. Jetzt schauen wir mal, wo haben wir denn jetzt hier die ganzen Zombies? Alle ausgelöscht natürlich. Die sind wirklich alle weg hier. Ah, da hinten sind noch welche. Super, super. Schauen wir mal, ob das geht. Ja, geil! Und wir müssen die ja damit verbrennen. Das heißt, angreifen dürfen wir die wahrscheinlich nicht. Wow. Oh. Ja, sind weg. Wunderbar. Geile Teile, ganz ehrlich. Geile, geile Teile. Solche Mollys können hier echt nützlich sein. Man weiß ja aus zahlreichen Filmen,
Feuer ist der Todfeind der Zombies. Na komm. So, wieder zwei weitere erledigt. Jetzt müssen wir mal gucken, da sind schon wieder die nächsten. Die sind gerade wieder auferstanden. Und können jetzt von mir aus gleich... gleich wieder in die Hölle fahren, wollte ich sagen. Yes. So. Da sollten dann gleich wieder die nächsten kommen. So. Und schon haben wir wieder einige weitere erledigt. So. Davon sind wieder welche und davon sind wieder welche. Mann, wie mache ich das jetzt hier am besten? Vielleicht braucht er ein bisschen anderen Winkel. So. Trifft. Nice. Echt blöd, aber dass sie nicht über Zäune klettern können. Yes, und die auch gleich noch. Perfekt, laufen wir gerade weiter. So, die sind auch weg. Bevor sie uns sogar erreicht haben. Sehr schön. So, jetzt gucken wir mal. 5 Stück brauchen wir noch. Hier müssen doch auch noch irgendwo welche sein, oder? Hier im Wald. Ah, da sind noch 2. Die zählen wahrscheinlich... Oder zählen? Die zählen bestimmt. Ja, die zählen mit dazu. Das ist natürlich wunderbar. So, und jetzt noch die da hinten, dann haben wir es auch. Den zweiten Teil absolviert. Komm, triff. Yes. So, dann laufen wir gleich wieder zurück. Ich denke mal, wir müssen dann die nächste Waffe wieder ausprobieren. So, sind die weg. Wir kriegen wieder einen Punkt, ey. Das ist Wahnsinn. Und sogar einen Fähigkeitspunkt. Geil. Achso, und wir kriegen sogar 2 Punkte. Stimmt ja, ich habe ja schon wieder vergessen, dass hier doppelte XP gerade ist. Nee, nicht doppelte XP, sondern, ne? Doppelte KP. So. Ich nehme auch schon viel länger auf, als ich eigentlich aufnehmen wollte. Ich mache ja normalerweise nicht so ewig lange Sessions. Aber ein bisschen mache ich jetzt auf jeden Fall noch. Napalm in die Kanalisation am oberen Ende von Lovecraft, Angle oder Main Street kippen. Alter! Napalm in die Kanalisation! Der bringt damit aber nicht nur die Zombies um, ne? Alter! Das räuchert ja alles aus. Das räuchert ja die ganzen Straßen aus. Heiße Outfits, Ladies. Und geiles Schusstier. Naja. So, ich glaube, wir sollen das hier machen, ne? Oder? Nee. Oder? Hä? Ah, davon ist ein Zahnrad. Am Gullideckel. So, dann sollte das jetzt eigentlich gehen, ne? Wow! Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Alter, und jetzt rennen hier die brennenden Zombies durch die Gegend. Wie geil. Ein wilder Kanal-Zombie. Ein wilder Kanal-Zombie. Das sind die, die den ganzen Tag RTL gucken. Na, komm. Selbst ich habe keine Lust mehr auf RTL-Witze. Und selbst Witze darüber zu machen, ist mittlerweile definitiv zu hoch. So, und jetzt USBV an einem verlassenen Roller befestigen. USBV, für was steht denn das? USBV. Ach komm. Oh, Mann. Lass mich in Ruhe, ihr. Achso, ich könnte natürlich auch mal ein paar Flächen, ein paar Fähigkeiten benutzen, die Flächenschaden machen. So. Eine Sache interessiert mich jetzt auch gerade mal. Und zwar Fraktionen Schlachtenrang. Ah, okay, wir brauchen noch etwas, bis wir zum nächsten Templerrang kommen. Falls euch aufgefallen ist, in den Thumbnails mache ich es ja so, dass ich rechts oben in der Ecke immer meinen Templerrang einblende. Immer meinen Templerrang einblende, dann sieht man immer so ein bisschen, ja, wo bin ich gerade? Jetzt auch für diejenigen, die das Secret World LP nicht unbedingt von Anfang an gucken, denke ich mal, es ist eine ganz gute Sache. Ich hoffe mal, ich denke auch immer dran, den Rang zu ändern. Und ich denke... Ah ne, wir müssen jetzt Moses Arsenal aus der Kiste nehmen. Na, komm.
So, was kommt jetzt? Die Kanalisation betreten. Boah, jetzt kommt's. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich echt mal gespannt, was jetzt passiert. Und vor allem, weil wir jetzt das ganze Arsenal dabei haben, ne? Ah, ne, wir haben... Hey, wir haben irgendwie nur eine Kiste dabei. Hm. So, jetzt gehen wir mal in die Kanalisation. Okay. Kanalanschluss von Kingsmouth. Ich finde es auch immer strange, dass in den Ladebildschirmen irgendwie die Framerate auf 150 hochgeht und dann zeitweise auf 1 runter und dann irgendwie wieder irre hoch. So, und jetzt hier trockener Ort. Was haben wir denn jetzt hier? Aha, Moses Arsenal benutzen. Ich erinnere mich auch ein bisschen vage an die Stelle. Wir kriegen jetzt nämlich hier die ganzen Sachen und haben jetzt hier 27 Sekunden Zeit, hier alles zu platzieren. Fuck. So gut es eben geht. Na, komm. So, los, 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 los. USB-V platzieren. Zack. So, ist der G1? Ist der G1? Ist der G1? Ich habe keine Ahnung, ob das hier oben jetzt überhaupt Minen legt. Ich weiß gar nicht, ob das hier geht. Jetzt mal kurz gucken. Ja, es funktioniert wunderbar. Ist der G1? Ist der G1? Da liegt noch eine Nebenquest. Ist der G1? Ist der G1? So. So, was haben wir noch für... ist der G2 machen wir mal noch. Was ist denn das ist der G2 eigentlich? Was habe ich denn da drauf... was... was habe ich so auch... Ist der G2? Was laber ich denn? Ist so Umschalttaste. Boah, Alter! Alter! Oh, oh. Ja, renn doch weg. Sonst müsste eigentlich das USB-V hochgehen, ne? Na komm. Wieso geht es jetzt nicht hoch? Das gibt's doch nicht. Boah, Alter! Wieso geht es nicht hoch? Ah, jetzt. Boah! Boom! Nice! Nice. Sehr geil. Und schon haben wir die Quest abgehakt. Und dann schauen wir mal, was können wir hier noch machen. Gesundheit, Heilungswert, Gesundheit, kritischer Trefferwert, Gesundheit, Angriffswert. Ich mache ja immer gerne auf Angriffswert. Wobei Heilungswert eigentlich auch nicht so schlecht ist, ne? Dann nehmen wir mal noch... Hier kommen wir nehmen mal den hier. Zack. Schon haben wir wieder 8 Punkte. Alter Schwede. So, wo ist das Inventar? Hey, ich will das Inventar jetzt. Zack. Können wir es vielleicht... Ah, vielleicht können wir jetzt das auch ausrüsten. Nein! Ja! Geil! So, jetzt rüsten wir den hier noch aus. Ich glaube, ich weiß, woran das liegt. Ein bisschen. Genau, weil der andere Ring muss angezeigt werden quasi. Also die Werte des anderen Rings... Oder des anderen Gegenstands, damit es geht. Sonst haben wir hier jetzt die nahende Dämmerung. Einer der Bewohner von Kingsmouth scheint Morning Light gar nicht zu mögen, sonst wäre das hier nicht unten gelandet. Die Broschüre studieren. Ach, die Morning Light Broschüre. Besuchen Sie uns im Langmore Trail. Zum Morning Light Lager gehen. Hier gibt es sogar ein Morning Light Lager, okay. Die sind wahrscheinlich aus London abgefatzt. Hallo? Ah, jetzt. Nach Kingsmouth gehen. So. So, da haben wir jetzt echt einige Folgen aufgenommen, muss man ja sagen. Ich gebe jetzt erstmal noch die Quests ab. Weil, wo ist denn das Morning Light Lager? 316 Meter, Alter. So, wo haben wir es denn da oben? Hm. Wir haben noch so wahnsinnig viel zu tun, Freunde. Jetzt mache ich aber sowieso erstmal was. Und zwar mache ich rasche Flucht. Immer wenn sie Ressourcen verbrauchen, erhöht sich kurzzeitig ihre Bewegungsgeschwindigkeit. Klingt eigentlich gut, oder? Aber das andere ist ja Massenschaden hier, ne? Dann machen wir mal hier schmutzige Tricks. Zack. Und das machen wir jetzt anstatt die Drohne, weil ganz ehrlich, so geil ist die jetzt nicht. So, das tauschen wir jetzt mal. So.
So, dann haben wir jetzt das und dann brauchen wir als nächstes... Okay, das scheinen wir jetzt voll zu haben, weil es jetzt grün ist. So, einen Punkt haben wir ja sowieso noch. Dann können wir den auch gleich hier reinstecken. Wir brauchen ja immer noch die tanzende Klinge dann. So. Wunderbar. So, und jetzt geht's weiter. Ach ja, was sollen wir jetzt eigentlich machen? Stimmt, das ist so eine Frage. Aber wir haben ja jetzt gar nichts mehr, stimmt. Dann gehen wir jetzt einfach mal... Gehen wir jetzt schnell zum Morning Light Lager? Ach komm, wir gehen jetzt erstmal wieder hier zurück und nehmen die nächste Hauptquest an. Ich hätte echt derbe Bock, noch weiterzumachen. Von meiner Aufnahmekapazität her. Ich habe aber keine Ahnung halt. Also ich habe noch richtig Bock drauf, aber ich weiß nicht, ob die Aufnahmekapazität reicht. Und hier können wir die nächste Quest noch nicht annehmen. Schade. Beim Sheriff haben wir auch schon alles gemacht, aber ich glaube hier oben, genau, Andy hatte noch welche für uns. Normal. Polizeirevier Elm Street. Deputy Andy Gardiner hat Angst, dass der Ort vollständig von Monstern überrannt wird, falls niemand aktiv wird und hilft, die Invasion der Untoten in Kingsmith aufzuhalten. Mann, sowas gab's in den Polizeiserien früher nicht? Beim Pay-TV vielleicht, bei den Networks nie. Ich weiß, es ist kaum zu glauben, aber bevor dieser verfluchte Nebel kam, war Kingsmith ein verschlafenes Städtchen. Damals gab's hier nichts Stärkeres als eine heiße Tasse Kaffee und Schokodonuts von Susies. Manchmal Trunkenheit am Steuer oder häusliche Gewalt. Menschenopfer. Tja, jeder Stadt hat eine dunkle Seite. Was? Wie es aussieht, stehen uns dunkle Zeiten bevor, hä? Lebende Tote und Schlimmeres übernehmen die Stadt. Wir sitzen hier, hoffen, das ist alles nur ein böser Traum, aus dem uns der Duft von gebratenem Speck und Ahornsirup weckt. Aber wenn nicht bald jemand etwas unternimmt, weckt uns höchstens der Gestank von verfaultem Fleisch. Brauch nicht noch was, das mich an meinen Dad erinnert. Halloween weckt alte Erinnerungen, ne? Oh, das klang aber gar nicht gut. Die gefräßige Horde rumde das Büro des Sheriffs töten. Okay, wir sollen wahrscheinlich jetzt einfach nur 6 Zombies... Müssen wir jetzt echt nur 6 Zombies platt machen? Das ist ja lächerlich. Na gut, ist auch nur eine normale Quest. Ich weiß einfach nicht. Mit den Schwierigkeitsgraden ist auch immer so eine Sache. Aber wir kriegen 50.000 XP dafür, also beschwere ich mich mal nicht. So, wir machen erstmal die da oben platt. Jetzt benutzen wir mal die neue Fähigkeit. Wow, Alter! Heilige! Mutter Gottes! Dauert halt auch ein bisschen zum Aufladen, aber... Hä? Die gefräßige... Ach, scheiße, wir sollen ja die da hinten fertig machen. Jetzt verstehe ich's. Die da gegen den Zaun treten wahrscheinlich, ja. Genau. Komm, zack. Wumm. Alter, wie die Fähigkeiten Schaden machen, ist wirklich Wahnsinn. Wir kriegen überhaupt keinen Schaden mehr. Das ist auch das, was mich schon ein bisschen wundert. Wir halten unglaublich viel aus. Und ich meine, wir tragen einen Hoodie. Na ne, ist sogar eine Jacke. Wir tragen eine Jacke. Und ganz ehrlich, wir werden hier von Zombies angegriffen. Na, aber das sind natürlich unsere Fähigkeiten, die uns da mehr oder weniger schützen. Soll das Spiel ja auch symbolisieren. Denn es macht ja keinen Unterschied, ob man, ja, was für Kleidung man jetzt trägt. Man ist ja immer nur so stark wie seine Fähigkeiten. Besser gesagt, wie seine Talismane. Denn es geht hier halt in dem Spiel sehr um die Fähigkeiten. Es geht eigentlich komplett nur um die Fähigkeiten, die ein jeweiliger Charakter hat. Huch. Ach, wir sollen da vorne hin. Die Barrikade verteidigen. Das hier ist doch die Barrikade, oder? Ah, ne, das ist die Barrikade. Wir müssen es wahrscheinlich verhindern, dass die zerstört wird. Ja, die Barrikade verteidigen. Also wie gesagt, ich finde auch das Spielprinzip sehr geil, keine klobigen Rüstungen tragen zu müssen oder irgendwas in die Richtung, um dann stark zu sein, sondern wie gesagt, wir laufen hier im Hoodie rum. Komm schon! Feuer frei, yes! Gut, dass wir noch ein bisschen Unterstützung dabei haben sogar. Hoffentlich können die nicht sterben, die Dings. Die Polizisten. Sie sollten versuchen, sie an der nördlichen Barrikade aufzuhalten.
Ah, die 5 Feinde, die jetzt... Oh, die 15 Feinde, die da jetzt noch kommen, meine ich natürlich. Na komm. Weg mit dir, weg mit dir. Stimmt doch gar nicht. Die 5 Zombies sollen hier irgendwas zerlegen? Ach, was? Sehe ich so aus? Zombies, nördliche Barrikade zerlegen. Als würde ich sowas zulassen. Nice. Alter. Südliche Barrikade, ah, okay. Auf geht's. Kämpfen wir jetzt alle gemeinsam. Ist natürlich auch geil. So, zur südlichen Barrikade. So, tatsächlich. Die schließen sich jetzt hier alle an. Das ist ja mal geil. Das ist ja mal geil. So. Verstärkung ist auch da. Auf geht's. Auf und drauf damit. Boah, Alter. Es gibt noch mehr Ärger an der südlichen Barrikade. Na komm. Feuer frei. Und weg damit, weg damit. Ich glaube, die Zombies kommen mittlerweile nicht mal mehr bis an die Barrikade ran, um da überhaupt Schaden zu machen. Die Quelle der Angriffe auf das Büro des Shadows finden. Oh, da habe ich einen Verdacht. Erinnert ihr euch noch? In einer der letzten Folgen müsste es ja mittlerweile sein. Da haben wir... Da haben wir doch diesem einen Spieler geholfen, dieses riesige Viech platt zu machen. Und ich denke mal ganz genau, dass eben dieses Viech jetzt die Quelle dieser Angriffe ist. Zumindest rechne ich damit jetzt wirklich. Es würde mich jetzt echt wundern, wenn uns das Spiel jetzt an die exakt gleiche Stelle führt wie vorhin. Nur damit dann was komplett anderes auf uns wartet. Auf geht's. Sprinten wir mal schnell hin. Ja, da ist er. Der Draug-Kriegshetzer. So, auf geht's. Auf geht's, drauf geht's, Freunde. Komm. Und die Fähigkeit drauf und die Fähigkeit. Und dann haben wir die Lauscher zu bewegen. Und das war's. So, Polizeirevier Elm Street und die Mission auch schon wieder geschafft. Bericht senden. Was kriegen wir denn jetzt? Können wir uns das nehmen? Können wir uns das nehmen oder das nehmen? Ich glaube, wir führen das jetzt einfach mal fort und nehmen hier den Anhänger. Zack. Ich glaube, wir leveln auch gleich wieder, so wie es aussieht. Dann können wir weiter. Ich will das gar nicht jetzt hier. So. Ne? So. Das will ich jetzt eigentlich machen. Na, komm. Ja! Geil. Geil, geil, geil. Wieso ist denn der jetzt da oben drin? Nein, ich will den nicht. Ich will den nur da rauswerfen. Ja, gut. Ich dachte schon. Auch wenn er nichts wert ist, verkaufen will ich ihn trotzdem noch. So, wir leveln gleich wieder. Ich glaube, ich mache jetzt noch 2, 3 Zombies, aber dann leveln wir noch. Na, komm her! Und da kommt ihr her, von mir aus. So sieht's aus. Alter, diese Massenschadenfähigkeiten. Ist richtig krass. So, und jetzt nehmen wir gleich noch eine neue Hauptquest an. So, schauen wir mal. Was gibt's denn hier noch? Ich denke mal, Andy hat noch was für uns. Hoffe ich, denke ich. Und der Kerl vor uns rennt mit der RPG rum. Und er hat tatsächlich noch was für uns, nämlich Draugnet. Doch bevor ich das jetzt annehme, können wir ja schon mal den Text lesen. Doch bevor ich das jetzt annehme, mache ich mal eine kleine Aufnahmepause. Boah, hat mir echt wahnsinnig Spaß gemacht, jetzt muss ich zugeben. Ja gut, okay, skillen können wir eigentlich noch. Schauen wir mal, was müssen wir denn noch machen? Tanzende Klinge, da, bis dahin müssen wir noch kommen, ne? Und das müssen wir auch noch machen. Hm. Und das müssen wir auch noch machen. Das können wir jetzt schon machen. 4 Punkte haben wir. Skillen wir das jetzt mal alles, zack. Auch Fähigkeiten, also sind ja alles Fähigkeiten, die wir niemals brauchen werden, aber... Skillen müssen wir sie trotzdem, wenn wir das Bild haben wollen hier. Und da kann ich eigentlich auch schon mal hier die Kampfdisziplin reinwerfen. Zack.
Und das ist ja auch schon fast komplett. Dann tauschen wir hier mal. Das bleibt. Das kommt da hin. Und da kommt dann die andere Fähigkeit hin. Und dann haben wir es schon fast voll, Freunde. Das ist ja mal richtig geil. So, und dann besorgen wir uns mal das Outfit. Und wir machen danach Paladin, haben wir gesagt, ne? Oh ja. Unfassbar geil. Sehr, sehr geil. So, Freunde. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.